Mal wieder kursiert eine Grafik durch die sozialen Medien, die beweisen soll, dass der Klimawandel der größte Schwindel aller Zeiten ist. In den letzten 9500 Jahren soll es fast immer wärmer gewesen sein als jetzt. Und in dem dazu verbreiteten Text steht, dass dieser kleine Anstieg hier ganz rechts das ist, was sie uns als Klimakrise verkaufen wollen. Und tatsächlich sieht es wirklich so aus, als wäre es die meiste Zeit in den letzten 10.000 Jahren wärmer gewesen als heute. Wenn wir uns die Grafik aber mal genauer unter die Lupe nehmen, dann gibt es zwei ganz große Probleme damit. Ein ganz entscheidender Fakt, der hier unterschlagen wird: Diese Grafik zeigt keine globalen Temperaturen bzw. Temperaturabweichungen, sondern ausschließlich Werte, die an einem Messpunkt auf Grönland aufgezeichnet wurden. Das wäre ja schon fast irgendwie ein bisschen lustig, wenn diese Desinformationsgrafik nicht von so vielen Menschen geglaubt und geteilt werden würde. Ich meine, wie kommt man denn ernsthaft auf die Idee, anhand der Temperaturen auf Grönland auf einen globalen Durchschnitt zu schließen? Das ist aus wissenschaftlicher Sicht ganz, ganz grober Unfug. Es würde ja auch niemand auf die Idee kommen, ernsthaft mit einem Taucheranzug in die Wüste zu laufen, nur weil er mal beim Schnorcheln festgestellt hat, dass es super praktisch war. Den zweiten Punkt, der uns zeigt, dass diese Grafik völliger Quatsch ist, finden wir auf der X-Achse. Diese besteht nicht nur aus scheinbar wahllos zusammengewürfelten Jahreszahlen mit ungleichen Abständen, sondern endet auch einfach knallhart im Jahre 1885. Zu behaupten, das sei heute, ist auch auf einer Zeitskala von 10.000 Jahren einfach falsch. Denn wenn wir uns mal genauer anschauen, was mit der globalen Temperatur nach 1885 passiert ist, hier mit der grauen Linie dargestellt, stellen wir einen in der Geschichte nie dagewesenen Anstieg fest. Dieser hängt auch mit dem übermäßigen CO2-Ausstoß durch den Menschen seit der Industrialisierung zusammen, hier in Blau dargestellt. Und wenn wir jetzt mal weiter in die Vergangenheit schauen, in diesem Fall etwa 800.000 Jahre, dann sehen wir, dass es natürlich mal wärmer auf diesem Planeten war als jetzt. Das ist aber schon mehr als 100.000 Jahre her. Long story short, aus einer Grafik mit den Temperaturen auf Grönland, die zudem noch im Jahre 1885 endet, lässt sich keinerlei Rückschluss daraus ziehen, wie die momentane Entwicklung des Erdklimas ist. Diese Grafik hat einzig und allein die Verbreitung von Desinformation zum Ziel. Fakt ist, der Klimawandel ist real und eines der größten Probleme unserer Zeit, auf das wir schnellstmöglich reagieren müssen. Time is up.